Ihnen zu einer weiteren Folge Businessfragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in diesem fünften Video unserer Videoreihe Führungskonzepte beschäftigen wir uns mit dem Führungskonzept Management by Motivation. Bei diesem Führungskonzept versucht die Führungskraft mit Leistungsanreizen zu arbeiten. Das bedeutet, die Führungskräfte sucht nach Bedürfnissen von ihren Mitarbeitern, wie zum Beispiel selbstverantwortliches Arbeiten oder auch die Beteiligung am Entscheidungsprozess. Und mit diesen Anreizen versucht die Führungskraft dann dementsprechend die jeweiligen Mitarbeiter zu motivieren. Voraussetzung dafür, um hier wirklich die richtigen Leistungsanreize zu finden, ist es, dass Sie als Führungskraft die Bedürfnisse der jeweiligen Mitarbeiter kennen. Wenn Sie diese nicht können oder kennen, hat es in weiterer Folge gegebenenfalls auch die Auswirkung, dass diese Leistungsanreize überhaupt nicht ankommen und dementsprechend komplett verpuffen und keine Wirkung erzielen. Und wichtig in diesem Zusammenhang, auch mit diesem Führungskonzept Management by Motivation, ist, dass dieses Führungskonzept unterstellt, dass alle Mitarbeiter nach Selbstverwirklichung im Beruf streben. Und wenn Sie hier natürlich auch Mitarbeiter haben, die nur ihren Job machen möchten und nicht innerhalb ihres Berufes aufgehen möchten, dann ist es natürlich auch hier schwierig, mit Leistungsanreizen zu arbeiten, beziehungsweise dass diese Leistungsanreize zur Motivation führen. Dementsprechend ist dieser Führungsansatz auch sehr stark von den jeweiligen Mitarbeitern abhängig. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch, beziehungsweise über ein Abo unseres YouTube-Kanals